Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Wie geht's euch? Ich hoffe, gut. Mir geht's mega. Wir sind auf dem Weg zur Halle jetzt. Ich bin richtig gehypt, dass es so gut aussieht da. Und jetzt machen wir den Rest noch eben fertig. Ich habe auch noch ein kleines Special-Video für euch, was wir noch zusätzlich machen werden. Einfach, damit ich mir auch einen Tag Bonus quasi einplanen kann, weil ich noch zwei, drei Sachen machen muss, bevor der Jahreswechsel jetzt ansteht. Bezüglich Steuer, ne? Das muss man ja leider auch machen als YouTuber. Leider, ne? Aber gut, da wollen wir nicht drüber reden. Anderes Thema. Wenn ihr euch informieren wollt, dann gebt mal einen YouTuber und Steuern und so weiter. Das ist nicht wenig. Sage ich euch, wie es ist. Aber jeder hat nicht wenig Steuern. Genug davon. Wenn das alles hinhaut, dann sind nachher die Regale weg. Das heißt, wir können das Auto drunter parken. Ja, und dann gleich dann noch, wie gesagt, ein kleines Special-Video. Aber jetzt fahren wir erstmal zur Halle. Und, jo. Ich habe übrigens überall Katzenhaare, falls das auffällt. Ich habe mit der Katze von meinem Bruder gespielt gerade eben. Neuerdings springt die. Leute, hier war das übrigens. Hier ist die Stelle. Da, wo der Rote steht, da hinten. Da ist der Blitzer gewesen. Und jetzt fährt mal ganz geschmeidig. Genau da stand der Rucksack. Hier ist 50. Nach außerhalb geschlossene Ortschaft. Ja. Dann ist da vorne wieder 70. Ja, da war das eigentlich bis Ortseingang war es dann 70, aber hier vorne haben die neue Papiermehlfabrik gebaut. Naja, das ist jetzt quasi das 50er Stellenstück nach vorne gewandert. Ja. Aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, ich versuche es jetzt genau 80 zu fahren, so. Dann 6, ja so ungefähr, 76 war es dann halt real. Abzüglich Toleranz. Wenn ich Glück habe, wenn ich wirklich Glück habe, habe ich die, habe ich unter 20, wenn nicht 21. Aber das, wie gesagt, nach dem neuen Bußgeldkatalog ist auch nicht so schlimm. Klar ist ein Punkt, ne, da braucht man nicht drüber reden, was richtig kacke wäre. Aber solange kein Fahrverbot ist, eigentlich okay. Hier ist übrigens das Ortseingangsschild. Von daher, alles gut. Aber wir sind jetzt gleich in der Halle. Das ist direkt hier vorne, das ist die Tankstelle, wo wir gestern waren. Übrigens. Vorgesagt. Ja. Und ich muss immer noch LPG tanken und Sprit ist auch wieder leer. Und wir sind wieder in der Halle. Ah, wunderschön. Ich freue mich. Ich freue mich richtig. Vor allem, dass es so schön hier aussieht. Und vor allem alles alleine Leute, dass das Holz hier alles so schön steht, ne? So, das ist halt schon, keine Ahnung, weil es halt ordentlich ist. Und kann ich den ganzen Tag angucken. Schön. Wir müssen noch ein paar Sachen machen. Also wir sind noch nicht ganz fertig mit dem Umbau tatsächlich, aber die werde ich dann nebenbei machen. Das ist jetzt nicht so, was jetzt von heute auf morgen sein muss. Zum Beispiel haben wir, also habe ich mit Marcel ja ausgemacht, dass hier auf der Seite tatsächlich noch Steckdosen hinkommen. Weil in der Theorie habe ich, wenn ich hier stehe, da eine Steckdose. Das ist meine Bluetooth-Box drin. Und hier die Steckdose. Meistens ist die Lampe da drin. Weil man die ja theoretisch ohne Strom nicht richtig benutzen kann. Er ist mal kurz einen Schrecken gekriegt. Er wollte meinen Laptop nicht mehr angehen hier. Ja. Anscheinend ist da kein Strom auf der Steckdose. Muss ich Marcel mal Bescheid sagen. Weil die da oben drüber, die hat Strom. Also, komisch. Okay, Google. Wie ist das Wetter? Aktuell ist es in Nettetal überwiegend bewölkt bei 18 Grad. Heute gibt es Regenschauer bei Temperaturen zwischen 12 und 19 Grad. Vielleicht wollte ich mit einem Finger leiser machen, das geht. Ich habe auch ein, zwei Mal getroffen gerade. Okay, danke. Ja gut, da ich jetzt ein bisschen später hier bin, ich will überlegen, ob ich den Stream noch anhaue oder nicht. Gucken, wie lange wir hier bleiben. Heizung geht, es ist noch nicht so kalt hier drin. Eigentlich kann ich es trotzdem anmachen, weil dann ist es eigentlich zu warm hier drin. Ne, nee, die bleibt erstmal aus. Ja, und dann halt das Chaos hier eben wegräumen. Ich will jetzt nicht zu viel quatschen, ich mache einfach. Wisst ihr Bescheid. Es ist wieder so Zeit, es ist echt wieder die Zeit, ne? Vor zwei Wochen hatten wir noch 30 Grad, jetzt Heizung an. Grauenhaft, ich mag die Zeit nicht. Ich habe ja nicht mal was dagegen, wenn es richtig kalt ist. Aber so ja, diese halbwarmen Sachen. Oh, ihr habt die ganze Zeit im Küchen hier, ne? So. Ja, so halb warm, halb kalt. So, es ist typisch T-Shirt-Zeit für mich, aber
dann doch nicht, weil vielleicht doch ein bisschen kalt wird. Vor allem hier in der Halle. Weil wenn es kalt ist, dann ist es hier in der Halle richtig kalt. Naja. Und ich muss mir irgendwas einfallen lassen. Es geht immer alleine auf hier. Muss vorne höher gelegt werden, oder hinten tiefer, eins von beiden. Ha! Fixed. Ich hab kleine Hölzchen untergemacht, anscheinend ist der Boden ein bisschen schief. Und gerade ist das Ding immer noch tatsächlich. Geil! Gefällt mir. Meine Elektrokiste, also meine Elektroschublade. So. Keiner glaubt, aber hier ist ein Big. Hier in der Kiste ist tatsächlich die Ordnung drin. Hier haben wir Imbusdinger. Ja. Hier sind die diese komischen Zangen hier. Ja. Hier sind so feine Sachen drin. Nur ein bisschen voll. Ich ein bisschen was. Ja, wobei, das hier hinten, das gehört nicht rein. Das hier gehört ja nicht rein. Das hier ist alles richtig. Das sind Pinzette, glaube ich, oder? Genau. Altes Kettermesser. Ja, alles so die Kleinkram-Sachen. Ja, so Picker und sowas halt hier, ne? Ein kleiner Drehmoment eigentlich auch. Können wir vielleicht in die Wand machen, bin ich mir mal überlegen. Ja, Schere und so weiter. Ja, Elektrokiste, hier sind die. Und so Kupplungsding und Torx-Nüsse und sowas halt. Dann hier Hydraulikzeug und irgendwelche Abzieher und sowas. Ja, und hier unten sind alle Kästchen drin, die ich so habe. Die haben wir geholt, Nieten und so weiter. Kupferringe. Und. Also das Ding hat tatsächlich Ordnung. So halt. Wie gesagt, der gehörte da oben nicht rein. Ich frage mich nicht, warum der da oben reingekommen ist. Der gehört eigentlich hier hin. Die ganzen, wie heißt das hier, Druckluftsachen. Wobei den ich hier neu hingehangen habe, aber das sehe ich hier jetzt, das passt jetzt gar nicht mehr. Oder man dreht den um, das geht auch nicht. Ja, dann kommt er hier hin. Das Ding ist, hier hangen ja vorher die ganzen Schlagschrauber und so weiter, aber das hängt ja jetzt alles da hinten. Also ist das eigentlich ganz cool. Ja, hier die ganzen Druckluftsachen und ja. Und die ganzen Elektrosachen. Eigentlich ganz nice. Ordnung muss sein. Ja, und ich räume jetzt noch hier ein bisschen auf. Der Wagen steht jetzt eigentlich auch nicht ohne Grund hier. Ich habe nämlich die ganze Zeit was dran gemacht tatsächlich. Ihr seht auch hier unten so ein bisschen so Flecken. Und da hinten einen großen. Ich habe hier die Kupplung entlüftet und dann haben wir auf das Kupplungspedal gedrückt. Und es passiert einfach nichts. Und ich dachte mir so, das ärgert mich jetzt schon ein bisschen, vor allem wenn ich jetzt mit Pickup anfangen will und das Auto halt ja noch hier ist und ich dann nicht auf die Bühne kann wegen der Kupplung, mache ich das jetzt schnell. Ne? Ja, habe ich jetzt eben gemacht. Mal eben waren dann 4 Stunden, nicht 4 Stunden, 2,5, 3 oder so, effektiv. Weil ich habe auch einmal das Auto falsch angebockt, das muss man auch richtig aufpassen, weil die Bühne passt gerade so und dann ist ja nämlich hier von den Dingern runtergerutscht, seht ihr das? Und das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Weil der liegt quasi hier so. Und ja, habe ich jetzt ein Brett. Jetzt drückt er dann halt immer dagegen. Ne? Also wenn ihr das euch jetzt. Ja gut, das kann ich nicht. Doch kann ich wohl. Seht ihr, so. Und das passt nicht so ganz. Ne? Dann das Brett hier so ein bisschen hin. Dass es noch vorne aufliegt. Müsst ihr echt drauf achten. Also das ist ein kleiner Tipp von mir. Unabhängig davon, dass für den E36 die Arme hier ein bisschen doof konzipiert sind, beziehungsweise es gibt auch kürzere Arme dafür. Also ist jetzt nicht, dass die falsch konzipiert sind, sondern man kann sich dafür kürzere Arme holen und dann passt das wieder. Das ist nämlich das Ding. Das ist eher für sehr kleine Autos, die oder einen sehr weiten Radstand haben, zum Beispiel der Pickup, der wird da relativ gut aufgebockt sein, schätze ich mal. Vielleicht sogar zu wenig, aber das kann ich mir vorstellen. Aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Ja, auf jeden Fall habe ich das jetzt gelöst. Der Kupplungsnehmerzylinder ist da ein bisschen auseinandergefallen im Getriebe tatsächlich. Das habe ich dann halt gelöst, ausgebaut, eben zusammen sauber gemacht, zusammengebaut. Dann an der Werkbank mit Bremsflüssigkeit gefüllt, sodass der sich schon füllt vorher. Und dann halt entlüftet. Jetzt ist das Pedal ganz weich, aber es baut Druck auf. Und wenn das passiert,
könntest quasi übers Pedal entlüften. Das ist beim Kupplungssystem ist das ein bisschen einfacher gehalten tatsächlich, weil ja auch kein ABS-Block dazwischen ist und so weiter. Aber bei dem ist das wirklich ein bisschen easy. Aber da will man, denke ich mal, auch nochmal ein spezielles Video drüber machen, wie man sowas richtig entlüftet und so weiter. Also halt jetzt nicht nur so mal eben, sondern wirklich uns explizit nur darum kümmern. Aber das machen wir dann als extra Video. Ja, Hauptsache, das ist schon mal gelöst, das ist fertig. Bisschen Bremssystem nachgefüllt, bisschen entlüftet dann, ne, und so weiter. Und dann ging das auch wieder, das Ding zusammenzubauen. Aber kacke. Und das stört mich jetzt, dass ihr die ganze Zeit die scheiß Heizung hört hier. Nervig. Und kennt ihr das, wenn ihr richtig unmotiviert seid? Ich meine, ich bin ja jetzt schon eine ganze Weile hier. Das Auto habe ich auch schon gemacht, mehr oder weniger, also zumindest das mit der Kupplung. Eigentlich wollte ich am Pickup anfangen, aber ich würde schon gern wirklich vorher, dass wir zumindest aufgewärmt haben. Und ja, ich habe sogar schon ein bisschen angefangen tatsächlich. Ist ja schon besser. Ist ja auf jeden Fall schon ein Stückchen besser. Aber ich bin richtig unmotiviert gerade. Ich suche die ganze Zeit so Sachen, die man machen kann. Und ich muss auf jeden Fall gleich noch eben kurz was googeln, weil ich würde mir gerne was richtig Cooles bauen. Vielleicht ist das auch was für euch, vielleicht für die einen oder anderen Hobbyschrauber, die auch eine Halle natürlich haben. Und mehr oder weniger sich auch zum Beispiel die Öle oder Kühlmittel und so weiter nicht in so 5 Liter Dingern kaufen, sondern halt auch wie ich, das ja auch mal in 20 Liter, weil es halt einfach billiger ist. Das ist wesentlich billiger, Leute. Da habe ich vielleicht was man bauen kann, um die besser zu lagern. Ich weiß noch nicht, ob das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Aber rein technisch müsste es funktionieren. Außerdem, ich habe noch die ganzen Maschinen von Thomas hier, das ist eigentlich ziemlich cool, da kann man sich die Sachen schnell schneiden. Außerdem müssen noch ein paar Streifen geschnitten werden aus Resten. Da müssen wir mal oben gucken, was wir da machen, aber das sind auch nur ein paar kleine Schritte. Das kann man immer noch später machen, das ist nicht so wichtig. Ein paar Sachen habe ich schon unterlegt. Es geht um die Zwischenstücke hier für die Boden da, die da. Was da zwischen Platte und hier diesen Streben sind. Da ist immer so ein Stück Holz zwischen, damit sich das Gewicht besser verteilt. Ist es nicht weiter tragisch, funktioniert auch so. Passiert auch nichts, habe ich ja getestet. Bin ja auch drüber gelaufen. Aber ist ja einfach sicherer. Ne? Ha, ich habe mein Holz gefunden. Tada! Rahmenholz, Fichte, Tanne. Ja. Und zwar geht es um zwei Sachen. Das, was ich gerade eben erwähnt habe, war was ganz anderes, was ich im Kopf hatte. Aber wofür ich das Holz brauche, ist, ich würde gerne eine Schiebetür hier vorne reinmachen. Das heißt, dass die ganze Wärme, die jetzt drüben quasi produziert wird, nicht mit hier rüber geht. Und das ist halt, ich sage jetzt mal, sehr ineffizient, das hier mitzuheizen, wenn man rein theoretisch nicht hier sitzt. Ich meine, ich sitze jetzt hier, ja, ne, es ist auch nicht so kalt, dann ist das noch in Ordnung, weil das Ding geht trotzdem aus. Aber wenn das jetzt richtig kalt wird, dann ist das richtig kacke. Ne? Mache ich die Tür hier zu, stelle mir hier einen Heizlüfter rein, das ist diesen Propanheizer, den ich habe. Den mache ich ungefähr eine Minute an, ein oder zwei Minuten maximal. Das Büro ist so warm, ne? Ich schwöre, ihr könnt hier eine Stunde sitzen bleiben, ohne dass irgendwas ist. Und dann wird es wieder kalt, dann merkt ihr das, dann macht ihr den wieder für eine Minute an und gut ist. Also, finde ich super, damit kann ich leben persönlich. Aber es ist auch nicht so kalt hier, also es ist zwar kalt, aber nicht kalt. Ihr wisst, was ich meine. Bisschen Müll machen, heute war echt nicht viel. Aber ich war auch so unmotiviert heute. Oh, das war knapp. Das Plastikscheiß wegschmeißen. Wobei, darf ich das da reinschmeißen? Darf man das da reinschmeißen? Plastik. Kunststoff, ne? Ja, das ist Kunststoff. Das ist nur ein größeres Kunststoffteil. Ah, das ist Kunststoff. Falls ja, ich hab gefragt. Aber glaube ich, ich brauche echt langsam ein bisschen Urlaub. Also so mal so eine Woche, so ein bisschen ruhiger oder so. Aber im Moment ist halt einfach so viel, da geht halt einfach auch gar nicht. Ist einfach nicht machbar. Von daher, wir haben jetzt schon fast Oktober und der Pickup ist immer noch nicht angefangen. Aber das werden wir dann jetzt auf jeden Fall die Tage machen. Gucken, ob morgen, aber ich denke mal, dass wir dann morgen anfangen werden. Ich gucke jetzt, dass ich noch ein bisschen hier aufgeräumt kriege. Noch ein paar Minuten, wir sind schon kurz vor 9. Ich mache noch ein bisschen hier. Und dann gucken wir mal, ein bisschen länger, eben ein bisschen gechillt und hat zu lange gegessen. Aber muss ja auch sein. Ich muss ja auch, bevor ich jetzt nach Hause fahre, spät und dann wieder spät esse oder sowas, lieber dann hier was essen. Wer von euch hat die GoPro Hero 9? Hat die schon einer von euch? Mal auf jeden Fall in die Kommentare bitte. Meine geht auf jeden Fall immer automatisch zwischendurch an. Die liegt hier, ich räume auf, geht die an. Auch eben, ich war drüben am Essen, auf einmal geht die an. Einfach so. Also sie geht nur an.
nimmt nicht auf oder sowas, sondern geht einfach nur an. Einfach wahllos. Naja, falls es einer von euch hat, nimmt bitte die Kommentare. Haut mal rein. Vielleicht gibt es da irgendeine Lösung, dass man das wegmachen kann. Ich habe schon geguckt, ob es die Sprachaktivierung ist oder sowas, aber nein, ist aus. Komplett alles deaktiviert. Genau. Ja, auf jeden Fall habe ich fertig gemacht hier den Tisch und so. Ich war gerade am Überlegen, wo ich war. Ja, den Tisch habe ich jetzt aufgeräumt, sortiert und alles ein bisschen halt, ne, organisiert. Das muss natürlich noch alles weggeräumt werden. Aber den ganzen Müll runter, dann habe ich zusammengefegt. Dann habe ich die ganzen Sachen ein bisschen sortiert, so ein bisschen so von Marcel. Das kann ich mir tatsächlich wegtun. Weil das habe ich nämlich alles hier hingestellt. Alles, was jetzt hier übergeblieben ist. Und wir müssen auf jeden Fall, ich habe da noch eine Tüte. Da unten steht noch eine Tüte. Da steht noch eine Tüte. Da steht noch eine Tüte. Und die Mülltüte, die ist auch schon fast voll. Die müssen wir alles zur Deponie bringen. Weil ich muss ja hier Sondermüll quasi abgeben. Ist ja kein normaler Restmüll. Ich habe auch keine Restmülltonne hier tatsächlich. Auch beabsichtigt aus dem Grund, weil wie schnell ist da mal irgendwas reingeschmissen, was man nicht reinschmeißen will, und das ist scheiße. Ja, deswegen alles lieber zur Deponie bringen. Sondermüll, einmal eine Autoladung habe ich jetzt, glaube ich, nicht mal im Monat eine, sondern alle zwei oder drei mal so einen Sack. Einfach weg, gut ist. Ne? Kostet, glaube ich, 10 Euro eine Autoladung, dann geht das. Ja, ich würde sagen, bezüglich Aufräumen war es das. Wir setzen uns jetzt kurz mal ins Büro, weil ich habe nämlich noch eine kleine Ansage. Hallo Ladies, ich hoffe, ihr sitzt gut. Und zwar ist das ein Thema, was ich schon die ganze Zeit ansprechen wollte. Es ist nichts Schlimmes oder sowas, keiner hat irgendwas gemacht. Aber aufgrund der ganzen Umbauphase jetzt hier, ist es halt sehr, sehr, sehr stark in den Hintergrund gerutscht, dass wir auf jeden Fall was im Auto machen. Das ist mir schon klar. Das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen über eine Woche haben wir hier nur irgendwie was gebaut oder gemacht und was auch immer. Aber das ist das Ding. Ich mache mir das mal kurz auf. Gib mir eine Sekunde. Es ist jetzt ein bisschen über einen Monat her, wo ich die Daily Videos angefangen habe für euch. Das ist auch so ein bisschen der Grund, was mich das so ein bisschen drüber belegen lässt. Ich habe den Kanal umbenannt, wer es jetzt noch nicht mehr mitgekriegt hat. Also der Link ist immer noch derselbe geblieben, der bleibt auch erstmal derselbe. Da muss ich mal gucken, wann und wo überhaupt möglich oder nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall geht es darum, dass es jetzt ungefähr einen Monat her ist und ich für mich ja sehen kann, hey, das hat funktioniert, hey, das hat nicht funktioniert und so weiter. Punkt 1 ist, alle Leute verlieren gerade Abonnenten des Todes, also machen nicht so viele Abonnenten wie vorher. Das ist okay für mich, da habe ich auch nie irgendwie was gesagt, das ist mir eigentlich auch egal. Ne? Ich mache YouTube zum Spaß, der Spaß bringt etwas Geld mit sich, dadurch lässt sich sowas finanzieren wie die Halle und so weiter, aber das sollte jedem klar sein, warum, weshalb, wieso. Warum ich das jetzt anspreche ist, ich habe mir das jetzt wie gesagt knapp 30 Tage angeguckt und das ist meiner Meinung nach gut, also die Welle ist auf jeden Fall, die geht nach oben. Das liegt aber tatsächlich nur an der Hand der Masse. Also das liegt nur daran, dass das halt mehr Videos sind und nicht, weil sie qualitativ hochwertiger sind oder interessanter. Weil das ist es definitiv nicht. Ich denke nicht, dass euch das weniger mehr interessiert, hier einen Hallenumbau zu machen, als zum Beispiel was am Pickup zu machen oder am Bus oder sowas. Und das ist auch der Grund, warum ich das jetzt hier noch anspreche. Also wir machen das relativ kurz jetzt hier. Und zwar geht es für mich darum, dass es nichts bringt für euch, auch dass ich jetzt, ich werde auch das öfter tatsächlich angeschrieben, auch bei Instagram, ganz wichtig sogar, da wird gefragt, wann es mit gewissen Projekten weitergeht. Und das kann ich nicht beantworten. Ich kann nicht beantworten, hey, es geht jetzt mit dem und dem Projekt weiter. Hey, es geht jetzt mit dem und dem Projekt weiter. Bei mir sind es Prioritätprojekte. Der M hatte eine ganze Zeit lang Priorität. Jetzt ist der Pickup die Priorität, dass der fertig wird. Weil ich würde den auf jeden Fall spätestens Ende des Monats fahren. Und danach kommt auch der Bus dran tatsächlich. Also das sind so, der Drifter ist so ein Zwischendurch-Ding. Ne? Das ist klar, das sollte klar sein. Aber so wäre die Reihenfolge. Also wenn ihr jetzt fragt, hey, wann geht's mit dem Bus weiter? Habt ihr eure Antwort. Wann geht's mit dem Pickup weiter? Habt ihr eure Antwort. Das Ding ist halt, ich kann nie genau sagen, wann es mit was weitergeht oder nicht. Sowas kommt dazwischen. Der Hallenumbau, das ist jetzt doof gesagt, aber es ist mir quasi in die Wiege gelegt worden. Also sondern es hat sich einfach ergeben, das Ganze. Und das fand ich persönlich ziemlich gut sogar. Also, wie gesagt, es hat sich einfach ergeben auf gut Deutsch.
Die Regale waren ziemlich günstig. Thomas hat das Holz besorgen können, relativ günstig. Viele Leute waren da und konnten helfen. Und jetzt zum Ende hin ist natürlich klar, dass ich das Ganze, die restlichen Kleinkram-Sachen halt alles alleine machen muss. Und das zieht sich etwas. Und das ist, sollte jedem klar sein. Und deswegen wird es auch, glaube ich, jetzt den nächsten. Also ich denke, dass ich morgen anfangen kann mit dem Auto, aber jetzt nicht direkt Vollgas so. Ne? Weil es muss noch einiges gebaut werden. Das hatte ich ja eben schon erwähnt, dass ich noch was bauen will. Ja, es gibt so immer so Kleinigkeiten, die dann müssen noch gemacht werden. Hier das Büro sieht aus wie Scheiße. Das muss auch aufgeräumt werden. Und, aber ich denke mal, ihr wisst, was ich meine. Und nein, ich rechtfertige mich nicht, ich erkläre euch das, bevor das wieder in die Kommentare geschrieben wird. Ich glaube, der eine oder andere versteht nicht, was eine Rechtfertigung ist. Das war eine Rechtfertigung. Nur so einfach. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ich wollte einfach nur sagen, bleibt dran, die Projekte gehen auf jeden Fall weiter, da müsst ihr keine Sorgen machen. Ich habe für jedes Auto mindestens 5 Teile, mindestens. Warte mal, für den... Oh, mindestens sogar mehr. Für alle Autos, wirklich für alle. Ne? Sei es für den Drifter, wobei für den Drifter, doch, für den Drifter auch. Für den Drifter habe ich mehr als 5 Teile, für den Bus habe ich mehr als 5 Teile, für den Pickup, für den Diesel und für den 45. Also wir haben überall irgendwas zu tun, das ist gar kein Problem. Da macht euch mal keine Sorgen. Und ja, wollen wir hoffen, dass das Ganze jetzt relativ schnell geht, weil TÜV ja vom Diesel abläuft und ich möchte den im Grunde genommen nicht nochmal neu machen, den TÜV, aber für den Verkauf natürlich vielleicht besser. Aber gucken, müssen wir mal gucken. Wir werden sehen. Ansonsten, das hier zum Abschluss, ich habe es beabsichtigt am Ende gemacht, damit es jetzt nicht, ich sag jetzt mal, die Leute am Anfang des Videos etwas nervt, wenn es halt ein bisschen viel Gequatsche ist. Deswegen habt ihr am Anfang so ein bisschen was gesehen. Also heute war ja nicht so viel tatsächlich. Aber morgen gehe ich mal davon aus, dass wir den Rest hinkriegen hier. Und dann, da werde ich auch ein bisschen mehr Motivation zeigen. Ich bin wirklich unmotiviert gewesen heute. Das tut mir leid. Das ist aber so. Es gibt mal so Tage und es hat nichts damit. Schon mal so ein bisschen Urlaub wäre schon ganz geil, aber nicht machbar. YouTube bestraft Urlaub, das kann ich nur dazu sagen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Abend. Danke für eure Aufmerksamkeit und dass ihr mir hier zugehört habt, dass ihr anwesend seid und dass ich immer mit euch reden kann. In diesem Sinne, haut rein, bis morgen. Tschüss. Nicht vergessen, kommentieren, liken, Abo.